und auch euch daheim oder am Computer in der Firma. Guten Nachmittag von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass ich euch heute hier ein bisschen die verschiedenen Lebensabschnitte von einer Batterie vorstellen darf. Ich muss mich entschuldigen, dass ich heute vor allem auf Lithium-Ionen-Batterien eingehe, aber das ist halt die vorherrschende Technologie im Moment, die vor allem eingesetzt wird. Ich komme, wie schon gesagt, vom BFH-Zentrum Energiespeicherung. Wir sind gerade zu Biel in einem Bahnhof daheim im Switzerland Innovation Park. Und bei uns sind verschiedene Themen eigentlich, die untersucht werden, die erforscht werden. Und insbesondere sind das Lebensdauer-Untersuchungen von Lithium-Ionen-Batterien. Das heisst, wir laden dort Tag und Nacht die Lithium-Ionen-Zellen, die in diesen Batterien verbaut sind, laden und entladen unter verschiedenen Betriebsbedingungen und untersuchen, bei welchen Temperaturen die Zellen mehr geladen werden können oder bei welchen, dass sie weniger lang geladen werden können. Eine andere wichtige Gruppe in unserem Zentrum ist die Gruppe für Stromnetz, die dann auch spezifisch untersucht, was bedeutet das jetzt für das Stromnetz, wenn immer mehr Speicher in das Stromnetz kommen. Und Speicher sind eben auch all die Batterien, die in Elektroautos eingebaut sind. Ich möchte gerne beim Aufbau von so einer Lithium-Ionen-Zelle anfangen, damit man auch ein bisschen versteht, aus welchen verschiedenen Materialien die eigentlich besteht. Weil es heisst ja, es ging so die Frage da, ja, haben wir denn genug Lithium? Und wenn wir jetzt das mal zusammen anschauen, dann sehen wir, dass Lithium eigentlich nur ein Bruchteil ist von dieser Zelle. Andere Rohstoffe sind eigentlich viel wichtiger. Und wenn wir uns den Aufbau mal so anschauen, dann sehen wir eben, dass wir einen Minuspol haben, der aus einer Kupferplatte besteht und ein Pluspol, der aus einer Aluminiumplatte besteht. Ich rede jetzt hier von Platten, in Realität sind das dünne Folien. Und wir haben am Minuspol eine Graphitstruktur und am Pluspol können wir verschiedene Zusammensetzungen haben. Und auf das komme ich jetzt noch zu reden. Und in der Mitte, also zwischen Pluspol und Minuspol, haben wir einen Separator. Den braucht es, damit dort keine Elektronen durchfließen können, dass wir also eine elektrische Isolation haben. Durch den Separator können auch nur Lithium-Ionen durchfließen. Und wie wir das jetzt hier im Beispiel auch sehen, zum Beispiel bei einer Entladung, da gehen eben die Lithium-Ionen vom Negativpol durch den Separator auf die positive Seite, also positive Elektroden. Und die Elektronen fließen durch den Verbraucher. Beim Ladeprozess ist das dann alles umgekehrt. Wir haben also in Realität nur die Lithium-Ionen, die hin und her wandern, und Elektronen. So, jetzt habe ich vorhin noch gesagt, wir gehen noch auf die Zusammensetzung von positiven Elektroden ein und wie unterschiedlich das die sein kann. Und hier fange ich jetzt mal mit dem an. Je nachdem, wie nämlich die Elektrode zusammengesetzt ist, die positive, hat die Zelle an sich und auch die ganze Batterie, die aus mehreren Einzelzellen besteht, verschiedene Eigenschaften hier. Ich gehe jetzt nicht auf jede in diesem Kreis, aber wichtig zu verstehen ist einfach, dass man nicht alles haben kann. Das heisst, eine Zusammensetzung der Zelle hat zum Beispiel Vorteile bei der Sicherheit. Das heisst, wenn man einen Unfall hat, es gibt vielleicht nicht unbedingt einen Brand. Eine andere Technologie oder eine andere Zusammensetzung hat vielleicht aber Vorteile, weil sie höhere Energiedichte hat, also mehr Energie gespeichert, oder höhere Leistungen. Und eine andere Zusammensetzung wiederum ist vielleicht vorteilhaft bei Alterung. Das heisst, man kann sie öfter laden und entladen. Jetzt hier auf dieser Folie gebe ich euch so einen Überblick über die wichtigsten Zusammensetzungen von verschiedenen Lithium-Ionen-Zellen. Also, man redet dann eben auch immer Abkürzungen, die hört man etwa mal. Eben NMC für Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid oder dann auch NCA, LFP und LTO. Das hört man immer etwa wieder. Und wenn ihr jetzt das hier so seht, dann könnt ihr dann eben merken, das bedeutet, dass jetzt gerade bei den oberen drei die positive Elektrode eben aus einem anderen Material besteht. Und die unterste Zusammensetzung, das Titanat, das betrifft aber dann die negative Elektrode. Das ist ein Spezialfall, wo die negative Elektrode nicht aus Graphit, sondern aus dem Titanat besteht. Und das sehen wir jetzt hier auf dieser Folie, wo wir die verschiedenen Materialien wieder verglichen haben. Das heisst,
je nachdem, wie die Zelle zusammengesetzt ist, hat sie eben, wie wir vorhin gesehen haben, die entsprechenden Vor- und Nachteile. Und ich gehe jetzt hier nicht auf jedes Einzel ein, aber wenn wir zum Beispiel Lithium-Isophosphat anschauen, dann sehen wir dort rot eingekreist, dass das eben bei der Lebensdauer sehr gut ist und bei der Sicherheit. Aber bei der spezifischen Energie sind wir eher schlecht. Das heisst, eine Lithium-Isophosphat-Zelle hat eben weniger Energiedichte als beispielsweise eine Lithium-Kobalt-Oxid-Zelle. Das heisst, da muss man sich halt entscheiden, auch, wenn man eine gewisse Anwendung hat, welche Zelltechnologie man jetzt einsetzen will. Wichtig zu verstehen ist einfach auch, man hat immer bei jeder Zusammensetzung nach dem Schluss von einem Lithium-Ionen-Akku. Jetzt haben wir ein bisschen gesehen, aus was das so eine Zelle besteht. Und wir wissen ja alle, dass die Rohstoffe von irgendwo kommen müssen. Und wir haben auch gesehen, dass sie nicht nur aus Lithium besteht, sondern aus vielem anderem. Und das sehen wir auch hier wieder dargestellt auf dieser Darstellung. Wir sehen zum Teil gewisse Säulen für bestimmte Rohstoffe, die sehr gross sind. Das heisst, dort haben gewisse Länder schon fast so ein kleines Monopol drauf. Und man hört ja auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Kobalt eben negative Meldungen. Und das sehen wir hier ja auch dargestellt im Kongo. Das ist sehr eine grosse Menge Kobalt, die von dort kommt. Und dort probiert man halt dann wirklich auch, dass man diese Mengen auch reduzieren kann in den Zellen. Dass man dort ein bisschen weniger abhängig wird. Eine andere Annäherung ist natürlich, dass man auch schaut, dass man mehrere verschiedene Quellen kann anzapfen, also nicht alles aus der gleichen Region von der Erde, wo auch immer das möglich ist. Und das ist natürlich ein Prozess, der auch noch sich verbessern muss. Bin ich einverstanden. Wir sind heute an einem Punkt, der noch nicht ideal ist. Aber das muss halt auch politisch nachher gewollt sein und auch verlangt werden, dass wir uns dort auch vorwärts bewegen und dass auch die Arbeitsbedingungen zum Beispiel auch verbessert werden. Hier das Beispiel eben mit dem Kobalt. Man sieht da von links nach rechts, wie man das eigentlich hat probiert zu verringern. Und trotzdem hat man immer noch gute Zellperformance am Schluss. Und wichtig ist eben auch hier wieder zu sehen, man hat eine Zusammensetzung von verschiedenen Stoffen, Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt. Und je nachdem, wie viele Anteile von was man auch hat, hat die Zelle wieder kleine andere Eigenschaft. Wenn man jetzt also die Rohstoffe hat, man hat die aufbereitet, dann kann man aus denen eine Zelle bauen. Und beim Bau einer Zelle ist man auch wieder ein bisschen flexibel. Man hat wieder verschiedene Bauformen, die man realisieren kann. Das kann zum Beispiel so eine zylindrische Bauform sein, wo man die Folien, wo die aktiven Materialien drauf sind, aufleiert. Also einfach eine Rundzelle baut, wie wir alle kennen. Man kann aber auch so eine Art prismatische Zelle machen, wo die Folien aufeinander aufgewickelt werden. Oder eben eine Pouch-Zelle, so wie ein Küsschen, fast ein bisschen, wie ein Coffee-Bag, wo man die verschiedenen Materialien so aufeinander aufstapelt. Und je nachdem, wie man die Zellen wieder aufbaut, haben sie auch so ein bisschen andere mechanische Eigenschaften zum Beispiel. Und wenn wir jetzt die mittlere Zelle anschauen, die ist relativ stabil schon in sich durch ihren Aufbau. Die hat oftmals auch noch ein Gehäuse drum, das stabil ist. Das heisst, man kann dann die Zelle einfach nehmen und neu einbauen und das ist schon relativ robust. Nehmen wir jetzt die rechte Pouch-Zelle, die ist eher noch so klein mechanisch fragil, sage ich jetzt mal. Die kann man nicht einfach mal so nur neu her tun ohne Schutz. Die muss man noch mechanisch auch stabilisieren. Der Vorteil ist aber, zum Beispiel gerade bei den Pouch-Zellen, man kann sie relativ gut kühlen, weil der thermische Widerstand dort einfach weniger gross ist aufgrund der Zusammensetzung. Bei der mittleren Zelle beispielsweise oder auch bei der zylindrischen Zelle braucht es natürlich ein bisschen länger, bis mal die Wärme zum Beispiel vom Inneren der Zelle raus transportiert hat, dann zu einem eventuellen Kühlmittel, Wasser oder Luft. So, wenn man jetzt so eine Zelle hat, dann reicht ja natürlich die Energie noch nicht, für jetzt zum Beispiel ein Auto anzutreiben. Das heisst, man muss die Zellen noch in Serie oder parallel miteinander verschalten. Und
Das ist jetzt hier ein Beispiel. Man kann also aus dem ein Batteriepack bauen, hier mit 40 bis 60 Volt. Und wenn man jetzt aber eine gewisse Energie muss haben, dann muss man auch noch mehrere Batteriepacken miteinander kombinieren. Und das sehen wir hier. Dann werden die mehreren Batteriepacken auch in eine tragfähige Struktur montiert, wie jetzt hier bei einem Auto, oder, wo auch der sicherstellt, dass das strukturell stabil ist, dass auch eine Kühlung eingebaut ist. Und was man auch sieht, ist nachher links unten markiert, dass da auch ein Battery Management System, hier als Battery Management Controller angegeben, eingebaut ist. Weil es ist sehr wichtig, dass Lithium-Ionen-Zellen überwacht werden. Das heisst, wir müssen Zellspannungen kontrollieren und wir müssen auch Temperaturen immer kontrollieren. Und auf das komme ich jetzt auf der nächsten Folie. Es gibt nämlich so einen Betriebsbereich von Lithium-Ionen-Zellen, der ideal ist. Beziehungsweise, wenn man diesen Bereich verlässt, dann altern die Zellen. Beziehungsweise, wenn man es stark verlässt, kann die Zellen dann auch zerstört werden. Und genau darum ist eben so ein Batteriemanagementsystem eingebaut. Weil das überwacht die Zellspannungen in jedem Moment. Und es wird eben kontrolliert, dass die Zellspannungen weder zu hoch noch zu tief werden. Wenn das der Fall ist, dann schaltet die Batterie aus. Und das Batteriemanagementsystem schaut eigentlich auch immer, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben. Dass es eben nicht passiert, dass eine gegen oben ausreisst oder gegen unten ausreisst. Und wenn man eine gute Batterie, eine normale neue Batterie hat, die noch nicht 20 Jahre im Betrieb war, dann kann man zusammen mit dem Batteriemanagementsystem und den Zellen auch eigentlich zu jeder Zeit garantieren, dass jetzt die Batterie nicht plötzlich einfach kaputt geht oder dass einfach da plötzlich ein Brand entsteht, weil man das permanent auch kontrolliert. Auch in Bezug auf die Temperatur. Wird das zu heiß, wird abgeschaltet. Und das ist ganz wichtig auch zu wissen. Wenn wir jetzt so den Betriebsbereich angeschaut haben, ist es wichtig, dass wir auf die Alterung kommen. Weil der Betriebspunkt von so einer Zelle oder von der Batterie hat natürlich ganz klar einen Einfluss auf die Alterung. Das heisst, wie manchmal können wir eigentlich die Batterie aufladen und entladen? Was jetzt aber wichtig zu verstehen ist, es gibt nebst dieser zyklischen Alterung auch eine kalendarische Alterung. Das heisst, auch wenn die Batterie einfach rumliegt, verliert sie schlussendlich an verfügbarer Kapazität. Also mit dem ist nicht gemeint, dass sie sich ein bisschen entlädt. Es ist wirklich gemeint, dass nachhaltig Kapazität verloren gehen kann. Und auf diesem Diagramm, das wir jetzt hier sehen, sehen wir zum Beispiel rechts auch, dass zum Beispiel hohe Temperaturen bei hohen Ladezuständen nicht so gut sind zum Lagern von Batterien. Man sollte also schauen, dass eine Batterie nicht unbedingt vollgeladen ist, wenn man sie lang lagert. Und auf die Alterung in Bezug auf die Zyklen komme ich jetzt auf die nächste Grafik. Und hier sehen wir nachher im Prinzip über den Temperaturbereich von minus 25 Grad bis 55 Grad, wie viele Zyklen man machen kann. Also hier sind jetzt wirklich Vollzyklen dargestellt, umgerechnet, also in ein Mass, wie manchmal kann man sie voll aufladen, 100% und wieder auf 0% entladen. Und wir sehen, dass es dort zum Beispiel gewisse Ergebnisse gibt von Betriebsparametern, die über 1'500 Vollzyklen liegen. Und das möchte ich jetzt gerne mal mit einem Auto vergleichen. Ich habe hier zum Beispiel vom Opel Ampera drin. Wenn wir annehmen, dass wir 1'500 Zyklen machen können. Das heisst, wir laden jetzt die Autobatterie 1'500 Mal voll aufladen und voll entladen. Und wir nehmen 300 km an pro Fahrt. Dann kommen wir mit einer einfachen Multiplikation auf 450'000 km Lebensdauer. Und Opel garantiert aber nur 160'000 km. Das heisst, man kann in der Theorie eigentlich davon ausgehen, dass heutige Batterien sogar mehr an Lebensdauer bringen können, als schon garantiert ist. Das heisst auch, dass im Prinzip die Zyklen-Lebensdauer nicht mehr der limitierende Faktor ist, auch beim Einsatz von Batterien. Und das sehen wir auch sehr schön hier bei diesem Beispiel von Tesla, wo für viele von ihren Batterien die Alterung aufgetragen hat. In der oberen Grafik ist das aufgetragen über die
Kilometeranzahl in 1000 Kilometer und in der unteren Grafik über die Zyklenanzahl. Also man sieht dort auch, dass nach 700 Vollzyklen noch nicht unter 80% gefallen ist und auch nach über 350'000 Kilometern das gleiche Bild eigentlich da ist. So, jetzt kommt aber sicher gleich einmal der Moment, wo die Batterie zu wenig Kapazität hat, auch wenn es halt genug spät ist, für dass es bei einem Auto nicht mehr wirklich auffällt. Man kann dann aber sagen, die Batterie hat jetzt also quasi ihr erstes Leben durch. Man kann die Grenze zum Beispiel bei 80% setzen. Die kann aber auch bei 70 sein, je nachdem, was man jetzt für eine Anwendung hat. In einem Fahrzeug ist 80% sicher ein guter Richtwert. Anstatt dass man jetzt die Batterie aber einfach in die Hütte schießt und verbrennt etc. oder schon rezykliert, kann man die nochmal in eine Anwendung einbauen. Zum Beispiel in einem stationären Betrieb, für ein Stromnetz zu unterstützen, für im Stromnetz zum Beispiel PV-Energie zu speichern. Weil damit man ja wieder auf eine vernünftige Energiemenge kommen kann, kann man ja auch einfach mehrere alte Batterien zusammenhängen und das Gewicht und der Platz spielt dort viel weniger eine Rolle als im Auto zum Beispiel. Und wenn wir jetzt weiterlaufen, dann können wir nochmal irgendwie eine Grenze festlegen, die ist zum Beispiel bei 50%. Und dann würden wir dann sagen, ja, dann ist jetzt das Lebensende erreicht. Das kann auch ein anderer Wert sein, 40%, 30%. Aber dann müssen wir jetzt uns Gedanken machen über das Recycling. Und im Zusammenhang mit Recycling möchte ich auch gerne das Beispiel von Keyboards zeigen. Es kommt jetzt als nächstes auch ein Video. Keyboards ist die Firma, die für die Post die Fahrzeuge baut. Und sie haben jetzt bei sich selber eine Anlage aufgebaut, für ihre Lithium-Ionen-Akkumulatoren zu recyceln. Und sie haben ein schönes Video aufgeladen, was ich euch hier jetzt auch gerne möchte darstellen. Diese Anlage ist einzigartig, da wir über 90% der Rohstoffe der Batterien recyceln können. Und zwar als hochwertige Materialien, die wir wieder in den Kreislauf zurückführen können. Unser Recyclingprozess besteht aus 5 Hauptschritten. 3 davon sind das Herzstück dieser Anlage. Im ersten Prozessschritt werden die Batterien gelagert und vorbereitet. Die Vorbereitung enthält eine schonende Entladung der Zellen bis auf etwa 2 Volt. Danach enthält die Batterie nur noch eine Scheinspannung. Nun stehe ich vor dem zweiten Prozessschritt. Dies geschieht hier. Die Zellen werden eingespannt und nach vorne gefördert. Hier steht eine Säge, die die Batterie aufsägt. Danach wird die Batterie aufgebohrt und das Elektrodenpack nach vorne gefördert. Das Elektrodenpack fällt hier hinein und wird beim Prozessschritt Nummer 3 eingespannt. Auf der einen Seite erhält man die Kathode und auf der anderen Seite erhält man die Anode. Der Separator wird eingerollt und auch separat getrennt. Damit haben wir die wesentlichen Bestandteile der Batterie getrennt, die wir wieder in den Kreislauf zurückführen können. In einem weiteren Schritt können die Elektroden weiter aufgereinigt werden mittels Wasser. Hier zum Beispiel die Kathode. Eine Aluminiumplatte mit einer Lithium-Eisenphosphat-Beschichtung. Da wir die Batterie vorher schonend entladen haben, haben wir sie nicht zerstört. Der Klebstoff ist wasserlöslich und dadurch können wir mittels Wasser dieser Klebstoff von der Beschichtung lösen. Am Schluss erhält man eine Folie, eine Aluminiumfolie und das Lithium-Eisenphosphat. Hier sehen Sie unser Ausgangsmaterial, unsere Zelle. Gewonnen haben wir hochwertiges Material, wie zum Beispiel die Aluminiumplatte, das Lithium-Eisenphosphat, der Separator, die Kupferplatte, das Graphit und das aufgesägte Gehäuse, Kunststoffgehäuse. Insgesamt können wir nun 91% der Materialien wieder in den Kreislauf zurückführen. Sehr schön. Also,
Wie ihr gesehen habt im Video, die Batterie, also die Zelle, die ist also langsam zuerst haben sie die entladen, dass sie die auf ein gewisses Spannungsniveau haben gebracht. Sie haben die aufgesagt, sie haben die Zellmaterialien können rausschieben und sie haben die verschiedenen Teile auch voneinander trennen. Gewisse Materialien, wie eben die Folie aus Aluminium und aus Kupfer, die kann man im Prinzip einfach mechanisch voneinander trennen. Und nachher gibt es aber andere Elemente, wie eben die Aktivmaterialien an den Elektroden. Das war die schwarze Folie, die hat man auch in einer Flüssigkeit auflösen. Und so gelingt es jetzt Keyboards, eben 91% der Materialien wieder zurückzugewinnen, wo man dann auch wieder in einer neuen Produktion von Zellen kann einsetzen kann. Und das wird hier auch auf dieser Folie relativ schön dargestellt. Und das deckt sich auch gerade ein bisschen mit dem Beispiel von Keyboards, obwohl es nicht das gleiche Beispiel ist. Das gibt es noch zu beachten. Wir sehen auf der linken Seite ein rein metallurgisches, mechanisches Verfahren, würde ich sagen. Das heisst, hier werden die Zellkomponenten einfach mechanisch voneinander getrennt. Das ist schon das, was wir im Video gesehen haben, wo die Sachen im Prinzip auch aufgesagt, getrennt werden und nachher Separator, Anode, Kathode, also Pluspol, Minuspol, voneinander getrennt werden. Und dann kann man dann die blauen Bereiche im Prinzip schon mal zurückgewinnen, die hier in der Grafik dargestellt sind. Und wenn man eben nachher zum mechanischen oder das hydrometallurgische Verfahren hinzufügt, dann kann man dann eben auch noch Stoffe aus dieser schwarzen Masse, die man gesehen hat, aus dieser Folie gewinnen. Und dann hat man jetzt hier in diesem Beispiel auch noch die 19% Graphit wieder zurückgewonnen und hat dann im Prinzip auch noch einen Verlust im Moment von 9% der Materialien. Und ich möchte das gerne hier in dieser Grafik darstellen, eben wie so eine Lebensdauer oder ja, ein Lebenszyklus von diesen Ressourcen auch aussehen kann. Wir fangen irgendwo an mit Rohstoffabbau und dann werden die Materialien alle vorbereitet, die werden zu den einzelnen Zellkomponenten verarbeitet, zu Aktivmaterial und man produziert dann die Batterie produzieren. Und wenn die Batterie produziert ist, wird sie nachher genutzt. Und wenn die, wie wir gesehen haben, ein gewisses Level an Kapazität unterschreitet, dann muss man sich nachher fragen, ja, was macht man jetzt? Gibt es aber eine Zweitnutzung? Gibt es eine Entsorgung? Das wäre hier mit der Deponie dargestellt. Oder eben noch besser, wenn nachher die Zweitnutzung auch durch ist, dass man es wieder zurückführt in einen Produktkreislauf und dann hat man auch dort die verschiedenen Recyclingverfahren, die möglich sind. Ein Recyclingverfahren ist einfach im Prinzip das Direktrecycling. Man schaut, welche Zellen sind noch gut und braucht die direkt wieder. Die kann man auch sogar wieder in eine Batterie hineinbauen. Aber die anderen zwei Recyclingverfahren, also wo man wirklich halt die Batterie muss zerstören und wieder die Rohstoffe zurückgewinnt, das sind dann eben die pyrometallurgischen oder die hydrometallurgischen Verfahren, die hingegen bei den pyrometallurgischen Verfahren noch unter grösserer Hitzeinwirkung da Komponenten getrennt werden. Und dann ist man auch rein von den Rohstoffen nochmal wieder ein Level weiter vorne, als wenn man jetzt nur, wie im Beispiel von Keyboards, das hydrometallurgische eingesetzt hat. Das heisst, man ist dann wieder bei der so Stufenraffinierung am Schluss. Das heisst, man hat verschiedene Varianten, die Sachen auch zu rezyklieren. Und wir bekommen auch verschiedene Recyclingraten nachher zurück. Das sehen wir hier nochmal in dem Beispiel, wo man aber einfach auch nochmal sieht, dass das mechanische und hydrometallurgische Verfahren im Vergleich mit den anderen Verfahren am meisten Material, Ressourcen, Rohstoffe wieder zurückbringt. Ja, wieso ist es wichtig, dass man Rohstoffe wieder zurückbekommt? Natürlich, die sind endlich, genauso wie das Erdöl auch. Aber auch, eben, wir müssen uns bewusst sein, heute verbrennen wir Erdöl. Jeder geht an die Tankstelle, tut den Tank Erdöl verbrennen, holt einen neuen. Und natürlich brauchen wir hier auch wieder Rohstoffe. Und da müssen wir jetzt halt auch aufpassen, dass wir sorgfältig sind, dass wir Sorge haben zu diesen Sachen. Und ein ganz klarer Treiber, dass wir immer noch mehr jetzt von diesen Speicherwerten haben, ist halt einfach, dass der Preis sinkt. Und das heisst, die Leute kaufen halt jetzt die Elektroauto, weil sie billiger sind. Und
das darf, man darf nicht sagen, ja, das ist jetzt viel besser, sondern man muss sich überlegen, wo sind noch Nachteile, wo ist noch Verbesserungspotenzial. Und das finde ich ganz wichtig. Und dort ist eben auch wichtig, dass Europa selber, oder Europa einfach, dass man sich halt sagt, wir bauen jetzt selber Batterieproduktion aufbauen und wir bauen die Batterien auch ressourcenschonend herstellen. Das heisst, wir bauen in der Batterieproduktion erneuerbare Energieformen einsetzen. Und dann nicht erst nachher, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Und so sind wir natürlich dann auch in der Lage, noch mal weniger Ressourcen zu verbrauchen. Und hier zu meiner zweitletzten Folie, die ich eben möchte zeigen möchte, dass insbesondere eben die Zellmaterialien den Grossteil der Kosten ausmachen bei Lithium-Ionen-Zellen. Wir sehen ganz rechts unter Cell Manufacturing eigentlich, dass 71%, wenn man die Zellen zusammenbaut, sind schon an Kosten angefallen, für überhaupt die Zellmaterialien vorher herzustellen. Das heisst, dort hat man auch den grössten Hebel nachher für die Kosten an und für sich wieder einfach noch weiter runterzubringen. Somit bin ich im Prinzip am Ende von diesem Zyklus von Herstellung bis zur Entsorgung der Batterie. Und ich möchte gerne noch auf die Studie von uns hier hinweisen. Die könnt ihr gerne alle gratis beziehen. Ihr könnt das E-Mail schreiben an energy@bfh.ch. In dieser Studie ist eine Übersicht gegeben, Lithium-Ionen-Batterien und verschiedene Themen, auch, wie Gesetze und Normen, Sicherheitsaspekte, so, sind hier drinnen auch angesprochen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ich hier die Gelegenheit hatte, euch das Thema vorzustellen, und freue mich jetzt schon sehr auf die verschiedenen Fragen, die aufgetaucht sind. Merci. Herzlichen Dank, Stefan Schori. Darf ich dich bitten, gerade noch mal schnell bei uns Platz nehmen? Hast du noch Zeit für ein paar Fragen? Ja, sehr gerne. Wunderbar. Jetzt habe ich ein Elektromobil. Auf der Autobahn fängt man das an brennen. Das ist meine erste Frage. Wie wahrscheinlich ist das? Also man hört immer das Räubergeschichte. Ja, man muss aufpassen, das brennt ab. Und die fangen sehr schnell Feuer oder machst einen kleinen Touch und dann explodiert es quasi. Man hört da teilweise so Sachen. Wie wahrscheinlich ist das auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich passiert, wie lösche ich das? Also ich bin jetzt definitiv kein Brandexperte. Aber was ich weiss, ist, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass ein Elektroauto brennt, also Benziner aus meiner Sicht. Und wenn es brennt, dann würde ich mal die Feuerwehr anrufen und einfach eine gute Distanz nehmen zum Auto. Sicherheitsabstand, ja. Genau, aber grundsätzlich werden auch Brände auf Batterien ähnlich gelöscht. Man probiert einfach im Prinzip die Energie rauszunehmen, die durch einen Brand entsteht. Und das passiert auch oft eben mit Wasser an sich. Man probiert die Energie abzuführen, quasi durch eine Wasserkühlung. Aber der Brand an sich, der läuft halt auch ja mal eine gewisse Zeit lang ab. Aber also, dass man das jetzt immer so hört, dass die Elektroautos brennen, ist einfach, wenn man sich jetzt auf die paar wenigen, die zu brennen kommen, quasi draufstürzt. Könnte das der Grund sein? Ja, das ist sicher so, eben, weil es gibt ja Statistiken, die zeigen, wie wahrscheinlich ist, dass ein Elektroauto brennt. Und die Statistiken, ich habe Zahlen nicht im Kopf, aber die sehen sehr gut aus. Und klar stürzen sich die Medien nachher auf die. Und ich könnte mir natürlich auch gut vorstellen, oder man muss auch fair sein, man ist da am Anfang der Entwicklung und man wird es sicher auch immer noch besser in den Griff bekommen, dass die Statistik noch viel, viel besser wird und dass es vielleicht gar keine relevanten Fälle mehr gibt, die in den Medien nachher eine Meldung wert sind. Das klingt doch beruhigend. Vielen Dank. Ja, zu diesem Thema kommen wir gerade nicht so in den Sinn. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber er hat es einmal geheißen, das Elektroauto ist auf einer Fähre, weiss ich, wo im Transport dahin abbrennt. Rausgekommen ist nachher, dass es die aufgewickelte Kabelrolle war, wo es eben daran geladen wurde auf dem Schiff. Da. Also eben, es ist dann sehr schnell das Elektrofahrzeug, obwohl es in Tat und Wahrheit etwas anderes war. Und dass man Kabelrolle abwickeln muss, wird man bei uns sogar bei den Elektroinstruktionen von Laienkurs lernen. Genau, das gehört zum Allgemeinwissen. Jetzt hat es aber ein paar Inputs natürlich, vor allem zu der Produktion. Wir haben es schon im vorherigen Referat mit dem Luc Jumper ein bisschen angesprochen. Die Sorge um die Rohstoffe, die Sorge um das korrekte Abbauen, um Umweltbedingungen. Du hast Kongo angesprochen im Kobaltabbau.
Wie kann man denn da irgendwie auch, ich sage jetzt mal, ein gutes Gefühl haben? Du hast gesagt, ja, die Batterieproduktion sollte in Europa stattfinden. Ist aber vielleicht auch nicht in jedem Fall so. Gibt es da irgendwie ein Zertifikat? Ich weiß nicht, bei den Bananen gibt es Max Havelaar oder irgendwie so etwas. Gibt es bei den Batterien etwas, wo man kann sagen, ja, das ist eine gute Batterie? Ist mir im Moment auch nicht bekannt. Und wir haben ja gerade am Wochenende so eine Initiative den Bach abgeschickt, die ein in diese Richtung gegangen ist. Ja, ist sicher ein Punkt, der grundsätzlich angegangen werden muss. Also, dort bin ich ja auch kein Experte, aber meine Meinung ist einfach, dass das muss halt auch auf internationaler Ebene irgendwo geregelt werden, dass gewisse Zustände auch nicht akzeptiert werden. Aber man muss sich halt auch bewusst sein, in der heutigen Situation, auch in der ganzen fossilen Industrie, die ist natürlich auch nicht sauberer als das, was jetzt die anderen nicht so legitimieren, oder? Aber das ist ein Problem, das eigentlich schon lange auf dem Radar ist und müsste angegangen werden, aus meiner Sicht. Über alles hineingesehen, ja, nicht nur jetzt nicht auf den Batterien. Bei allen Rohstoffen, die jetzt hier um uns herum stehen und die wir den Alltag nutzen. Ja. Natürlich. Ja. Vielleicht eine Folgefrage, wenn ich darf. Wie sieht es denn aus? Haben wir vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal einen Battery Peak? Also, wo man müsste sagen, wir haben zu wenig Rohstoff, um noch mehr Batterien herzustellen, wie wir das jetzt vielleicht mit dem Oil Peak kennen? Das ist mir aus heutiger Sicht nicht bekannt, dass man so etwas befürchtet. Und man muss sich ja auch bewusst sein, dass jetzt nicht nur Lithium-Ionen-Batterien am Schluss für jede Speicherlösung nachher weltweit eingesetzt werden. Also, Batterien sind gut für einen Personenwagen, mittellange Distanz, aber es wird andere Lösungen auch brauchen für Schwertransporte, zum Beispiel für den Flugverkehr etc. Und für die Anwendungen jetzt in den Elektrofahrzeugen mit dieser Entwicklung, die vorgesehen ist, ist mir nicht bekannt, dass man da Angst haben im Moment um die Rohstoffe. Umso mehr aber ist es trotzdem wichtig, dass man trotzdem auch den Kreislauf mit dem Recycling erhaltet. Und dort habe ich persönlich ein bisschen Angst, dass irgendwann die Gewinnung der neuen Rohstoffe billiger ist als das Recycling selber. Und dann ist es dort wieder umso mehr wichtig, dass die Gewinnung der neuen Rohstoffe eben super passiert. Dass man nicht in das Problem reinrutscht. No. Ja. Mal, danke vielmals. Ja, bevor wir zum Recycle kommen, zwei Fragen zu Batterietypen, die eingegangen sind. Der eine der sagt mir auch noch etwas. Wie gut sind Salzbatterien und wofür werden sie eingesetzt? Um Salzbatterien weiß ich aber nicht ganz genau, welche das jetzt die Leute meinen. Es gibt ja eine Salzbatterie, das ist Natrium-Nikochlorid-Batterie. Ja. Und die Batterie ist ja eine Hochtemperaturbatterie. Die hat man auch schon kennt, die Elektrofahrzeuge. Die Batterie hat aber natürlich die Problematik, dass sie permanent warm gehalten muss werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die im Elektroauto drin ist, wo dann vor allem viel rumsteht, dann heizt man dann die Batterie auf, ohne dass man sie eigentlich nützt, hat man viel verlöscht. Wenn man es aber in einem Netzspeicher brauchen kann, wo sie viel geladen und entladen wird, zum Beispiel eben für Photovoltaik, Tag-Nacht-Speicherung. Dort sehe ich durchaus einen Sinn, noch, weil dort tut sie sich auch rein durch den Stromfluss, der durch sie durchgeht, selber wärmen. Und dann hat man dort nicht zusätzlich verlöscht. Es gibt dann auch noch eine Salzwasserbatterie, die ich mich jetzt aber persönlich zu wenig gut mit auskenne. Aber so wie ich mitbekommen habe, ist die einfach günstig. Und darum denke ich auch attraktiv für die Anwendung im Stromnetz. Die Salzwasserbatterie aber eher dort im Netz und nicht in den Fahrzeugen, weil meines Wissens die Energiedichte zu klein ist. Vielleicht ist das die zweite. Ich kenne den Begriff nicht, aber Marco Rohr möchte wissen, wieso verwenden die meisten Autobauer keine LiFePO4 oder LiFePO4 Batterien, welche keine seltenen Erden enthalten. LiFePO4, ja. Oder LiFePO. Ja, das ist Lithium-Isophosphat, ja. Wir haben vorhin gesehen, Lithium-Isophosphat ist sicher und hat eine gute Lebensdauer. Aber das Problem ist die geringere Energiedichte gegenüber Zellen mit Kobalt. Und das ist natürlich immer das, was man abwägen muss, oder was die Autobauer abwägen. Wollen wir jetzt eher eine grosse Reichweite anpreisen? Oder wollen wir anpreisen, dass das Auto in 100% der Fälle
nicht brennt. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, oder? Und dort entscheiden sich auch, ich kenne das auch zu wenig, aber aus rein meiner Logik, die ich jetzt daraus schließe, entscheiden sich halt viel für die Reichweite und gegen 100%, ja, 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber das ist der Kreis, den ich zeige, mit den verschiedenen Charakteristiken von Lithium-Ionen-Zellen. Man nimmt ein bisschen mehr von dem und ein bisschen weniger von dem. Und das ist der Grund, wieso man sich dann vielleicht in dem Elektroauto gegen das entschieden hat. Genau. Ich habe zum Thema Batterien noch eine praktisch orientierte Frage. Mein Handy-Akku, wie weit auf sollte ich den laden? Oder respektive, was für einen Bereich sollte ich den halten, dass er möglichst lange halten? Also ist klar, das nächste Handy kommt schon ein halbes Jahr wieder raus, dann kann ich wieder ein neues kaufen, wenn ich unbedingt wette. Aber wenn ich es jetzt wirklich auf längere Sicht wette, behalten, so lange wie möglich. Ja, also es hat sich schon gezeigt, dass es vorteilhaft ist, wenn man beim Aufladen nicht immer gerade das Maximum hergeht. Das heisst, wenn man zum Beispiel bis auf 80% nur auflädt. Es ist jetzt immer ein bisschen die Frage, ist das im Hintergrund quasi schon implementiert. Oder? Es gibt Hersteller, die dir zwar anzeigen, dass deine Batterie 100% aufgeladen ist, aber in der Realität ist sie nur 80% aufgeladen. Aber sie haben es einfach überdimensioniert in dem Sinn. Wenn das nicht der Fall ist, wenn 100% von deinem Display 100% von Batterie entspricht, dann empfehle ich dir im Grundsatz, wenn du Lebensdauer rausholen willst, tu sie nicht ganz aufladen jeden Abend. Und vor allem, du es nicht am Abend 9 Uhr einstecken, weil dann ist sie nämlich um 12 Uhr nachts voll und hängt nachher bis am Morgen um 6 Uhr einfach an der Steckdose bei 100%. Und wir haben vorhin gesehen, lagern bei 100% Ladezustand ist eben auch noch mal schlecht. Also, dort wird, und, aber das Problem, das ich viel sehe, ist, das ist einfach nicht implementiert, die Funktion. Das wäre ja ein Einfaches, oder? Aber ich glaube, die haben einfach kein Interesse, dass unsere Akkus lang halten. Die und ich gehöre wahrscheinlich nicht zu den Einzigen, wenn ich sage, dass ich genau das mache. Oder? Am Abend stecke ich, am Morgen ist es voll, super. Oder? Ja, ja, ich habe gesagt, du sagst, du fängst wieder an laden, wenn es unter 80% geht. Das ist ja so. Nein, das mache ich selten. Das kommt nicht vor. Hey, aber eben, was ich in diesem Zusammenhang mache, ich lade mein Handy eigentlich mehr durch den Tag auf. Ja. Weil dann habe ich so optimisiert, dann kann ich es einstecken und nach einer Stunde, zwei kann ich es wieder rausnehmen, wenn es auf 80, 90 ist. Aber also, eben, ich kann jetzt auch nicht eine Zahl sagen, wie viel das bringt, aber es bringt etwas. Es bringt etwas, ja. Gut, dann muss ich dann auch so ein Lademanagement einführen bei mir. Ich habe noch verschiedene Fragen. Einige richten sich da wirklich zum Recycling. Fragt ein Teilnehmer, wie gut sind denn recycelte Teile, um wieder Batterien herzustellen? Sind die schlechter, als wenn ich den Rohstoff neu gewinne? So ein bisschen Stahl ist in der zweiten Nutzung vielleicht auch nicht mehr gleich belastbar. Das ist wirklich eine sehr gute Frage und da kann ich jetzt auch nicht fundiert darauf antworten. Aber was man sich ein bisschen bewusst sein muss, aber es gibt gewisse Elemente, wie die Ableiterplatten, Kupfer und Alu. Das sind im Prinzip einfach Kupfer- und Alufolien. Und die kann man mehr oder weniger einfach wieder rausnehmen. Die sollte man reinigen und dann sind die mehr oder weniger wieder in einem guten Ausgangszustand. Sicher nicht in dieser perfekten Oberflächensauberkeit, wie man das vielleicht vorher hatte. Man muss die sicher behandeln. Und das andere, was ist, man hat ja eben das Aktivmaterial, zum Beispiel eben so ein Metalloxid auf der positiven Elektrode. Und dort kann ich mir schon vorstellen, dass es gewisse Verunreinigungen auch gibt, die man vielleicht dann wieder durch einen anderen Prozess muss rausputzen. Aber ich kann die Frage nicht komplett so beantworten. Ich sage, ja, das ist die gleiche Qualität, aber ich gehe davon aus, dass wenn man die Elemente oder die Materialien wiederverwendet, dass man sie so behandelt hat, dass die Qualität wieder gegeben ist. Mhm. Und dass dort, wo eben die Qualität nicht gewährleistet werden kann, dass man die Teile dann halt auch muss entsorgen oder für andere Anwendungen kann brauchen. Mhm. Genau. Wir haben ja in deinem Film gesehen, was Keyboards mit den Batterien macht. Sehr vorbildlich auch. Da ist noch eine Frage von Martin Boxler, der sagt, was passiert mit den Tesla-Batterien? Weißt du das, was der Elon Musk damit macht? Ich weiss echt nicht, was sie machen. Nein, und ich frage mich auch, wie viele Tesla-Batterien gibt es überhaupt
schon, oder, die auch am Lebensende sind. Mhm. Das muss man sich auch noch so ein bisschen im Klaren sein. Die Batterien, die sind ja jetzt auch zuerst mal noch im Umlauf. Die sind noch gar nicht an ihrem Lebensende angekommen, vielfach. Und das ist ja auch das grosse Problem, wieso dass es jetzt noch nicht das Recycling im grossen Mass gibt, weil einfach die Batterien noch gar nicht da sind, für das sich das Recycling wirtschaftlich lohnt. Das ist ein ähnliches Problem bei der Photovoltaik. Oftmals die Anlagen sind jetzt noch nicht an ihrem Lebensende angekommen, die man vor 10 Jahren gebaut hat, in grossem Mass. Die kommen dann vielleicht in 20, 30 Jahren auf den Recyclingmarkt. Und solange die Rohstoffe noch nicht da sind, die man braucht für das Recycling, ist es halt noch nicht da. Mhm. Mhm. Was man aber eben zumindest weiss, ist, dass aus wissenschaftlicher Sicht ist es möglich, einen sehr grossen Teil wieder zurückzubringen. Jetzt muss man es aber dann auch umsetzen, wenn dann die Volumen nachher wirklich auch am Lebensende sein. Mhm. Genau. Gut, von meiner Seite gar keine Fragen mehr. Hast du noch da? Ja, ich habe einmal zwei drauf, wenn ich da gerade einmal Zeit habe. Und zwar die eine sehr konkret: Wie viel Energiedichte Kilogramm pro Kilowattstunde sind in Zukunft realistisch? Und sind die Trockenbatterien die Zukunft von der Batterie? Kannst du dazu noch etwas sagen? Uiui, da möchte ich nicht allzu viel Prognosen machen. Ich schaue aber nicht so gerne in die Kristallkugel. Vor allem die zweite Frage war mir nicht so klar. Also die erste ist, wie viel Energiedichte? Ja. Dort weiss ich jetzt nicht ganz, was damit gemeint ist. Auch, ja, bei den Energiedichten. Also wir haben ja jetzt schon Unterschiede bei den Energiedichten, je nachdem, ob wir Lithium-Isophosphat nehmen oder Lithium-Kobalt. Und es ist sicher noch mit einer Zunahme zu rechnen, aber ich würde jetzt nicht mit einem Quantensprung, von einem Quantensprung ausgehen, sondern das wird nochmal zunehmen, wird dort vielleicht im zweistelligen Prozentbereich noch etwas erreichen, aber das wird sich nicht verdoppeln aus meiner Sicht bei der Lithium-Ionen-Batterie. Mhm. Aber es ist auch für vieles gar nicht mehr unbedingt notwendig, weil man heute ja bereits Elektroauto hat, die 400, 500 Kilometer können. Und einfach eine Batterie reinbauen, die jetzt 800 Kilometer weit kommt, nur dass man einmal im Jahr die Strecke machen kann, das macht ja eigentlich aus Ressourcensicht wieder auch nicht mehr viel Sinn. Aber der Mensch ist natürlich so, oder? Der kauft auch ein Auto für die Ferien, die er dann vielleicht mit einem ganz grossen Kofferraum macht, obwohl er eigentlich den Kofferraum nur einmal in 3 Jahren wirklich vollbringt. Oder? Ja. Ist ja auch ein bisschen in unseren Köpfen drin. Natürlich, ja. Wie begegnet man dem jetzt unter diesem Aspekt? Ich denke, man begegnet ihm einfach so, dass man sagt, wenn du das willst, dann bedeutet das einfach auch viel Ressourcenverbrauch. Und das ist heute aber ja auch schon der Fall in dieser Hinsicht irgendwo. Und man muss sich wirklich auch bewusst sein, dass nur jetzt rein durch den Wechsel auf die Elektromobilität haben wir nicht einfach eine grüne Welt, oder? Mhm. Wir müssen wirklich, wenn wir Ressourcen schonen wollen, auch kleinere Fahrzeuge fahren, damit wir dort etwas rausholen. Wir müssen vielleicht auch weniger fahren oder einfach halt auch Alternativen brauchen zum Individualverkehr. Und das ist eine Illusion, dass man denkt, wir können Verbrenner 1-2 mit Elektroauto ersetzen und das ist einfach alles gut. Wir müssen trotzdem auch noch lernen, vielleicht ein bisschen zu verzichten. Scheint mir ein guter Hinweis zu sein. Ja, wir haben noch einen Moment Zeit, glaube ich, Nico. Danke, jawohl, dann würde ich diese Frage da noch mitnehmen. Das ist auch sehr konkret. Wie viel Energie braucht es dann im Ganzen für so eine Batterie für ein Auto herzustellen? Und wie sieht die CO2-Bilanz dann aus, bis sie im Auto eingebaut ist? Gibt es da Aussagen? Ja, also ich kann jetzt nicht absolute Zahlen sagen, aber ich kann sagen, auf was es ankommt. Oder? Bei der Energie ist es schon so, wenn man die Batterie baut und nachher ein Elektroauto anschaut und den Verbrenner 0 Kilometer gefahren, dann haben wir hier beim Elektroauto wesentlich mehr Energie verbraucht. Das ist ganz klar. Und jetzt kommt es darauf an, wann erreichen wir den Zeitpunkt, wo nachher das Elektroauto bei einer gewissen Kilometerstange mit dem Energieverbrauch gleich weit ist wie der Verbrenner und dann besser wird. Und wenn man jetzt ein Elektroauto
mit erneuerbarer Energie herstellen kann und mit erneuerbarer Energie auch noch betankt, dann ist man natürlich viel schneller an diesem Punkt. Ich habe so eine Zahl im Kopf, so um die 10'000 Kilometer, sagen wir jetzt dort. Die Leute in Burgum sollen mich nicht auf dieser Zahl festhalten. Es ist so eine Grössenordnung, 10'000 bis 20'000 Kilometer. Und ab dann verbraucht das Elektroauto weniger Ressourcen über das Leben gesehen. Wenn man es weniger braucht, dann verbraucht es mehr. Und das heisst, es ist also wirklich sehr wichtig, dass man das Elektroauto erneuerbar betankt, aber eben, dass auch die Batterie und möglichst auch das ganze Auto mit erneuerbarer Energie auch hergestellt wird. Ich habe einen Vergleich gesehen, wenn das Elektroauto eben nicht erneuerbar oder die Batterie nicht erneuerbar produziert wird, dann gibt es, glaube ich, auch wieder so einen Offset von etwa 10'000 Kilometern, wo man nochmal einen Nachteil hat beim Elektroauto. Ja, ja. Aber auch dann holt man es nach 20'000, 30'000 Kilometern der Verbrenner nachher auf. Und in Bezug auf das CO2 ist es natürlich wieder genau gleich. Man verbraucht mehr CO2 in der Herstellung von einem Elektroauto als von einem Verbrennungsauto. Aber weil man natürlich nachher nicht mehr fossile Brennstoffe verbrennt im Betrieb, dann überholt man nachher auf die gesamte Lebensdauer einen Verbrenner wieder locker. Also dort sind wir nachher sicher nicht gerade die Hälfte vielleicht über die Lebensdauer betrachtet, an CO2-Ausstoß, aber schon massiv mehr. Ich habe jetzt eine Folie im Anhang. Für die Leute, die die Präsentation heruntergeladen haben, im Anhang hat es so einen CO2-Vergleich drin von Benziner und Elektroauto. Ich finde es interessant, auch vor allem die Aussage, ich glaube, man muss wirklich die ganze Mobilität auch überdenken. Also jetzt reden wir nur von der Batterie, das ist ein Teil daraus, aber es nützt nichts, wenn ich nachher einen grossen Audi in der Garage habe und dafür für das grüne Gewissen noch einen Nissan Leaf kaufen oder so. Wegen dem wird die Welt nicht grüner, obwohl sie da innen sehr grün ist und schön. Aber ja, ist ein guter, finde ich, ein guter Ansatz, den du da hast. Ich habe noch einen Punkt, hat zwar nicht gerade mit der Batterie zu tun, aber der Sandro Lüthi fragt, ab wann wird elektrisch geflogen? Spannende Frage. Was heisst elektrisch fliegen? Heisst das, dass das Flugzeug einfach einen Elektromotor hat? Weil die Frage ist, wie wird der Elektromotor gespissen? Oder? Und dass der mit einer Batterie gespissen wird, ist wahrscheinlich, oder ist unwahrscheinlich, weil die Batterie einfach eine zu geringe Energiedichte hat. Das heisst, aufs Gewicht zu wenig Energie dabei. Aber dort sehe ich, oder auch für eine Langstrecke in einem Schwerverkehr, oder auch eben für den Flugverkehr kann man sich ja Lösungen wie mit Gas gespeicherte Energie auch vorstellen. Wenn man dort zum Beispiel Wasserstoff speichert und man verbrennt das, oder man verbrennt es, man braucht den Wasserstoff, für in einer Brennstoffzelle Strom zu produzieren, dann produziert das auch elektrische Energie und dann wird auch ein Elektromotor angesteuert. Dann wäre es auch ein Elektroflugzeug, aber es kann auch sein, dass man den Wasserstoff verbrennt, also klassisch, in einem Verbrennungsmotor nützt. Ich glaube, es hat so einen Versuch gegeben. Mal, bei uns auf der Webseite ist, glaube ich, über so ein Elektroflugzeug ein Bericht drin im Blog. Also schauen Sie dort mal an. Vielleicht hat es dort mehr Informationen. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es selber nicht gelesen. Aber es ist mir so etwas im Hinterkopf. Und sonst auf der Homepage von Herrn Picard wird man dann ein, zwei Sachen finden wahrscheinlich. Wer weiß. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Herzlichen Dank an dich, Stefan Jory, für deinen Einsatz hier bei uns.